Der große Augenblick, auf den Zehntausende Schaulustige in Windsor gewartet haben. Die Kutsche mit dem königlichen Brautpaar zieht vorbei. Meghan und Harry winken der Menge zu. Sie wirken glücklich. Zuvor hatten die beiden sich auf Schloss Windsor das Jawort gegeben, vor 600 geladenen Gästen und noch viel mehr Zuschauern davor. Oh, es war so schön. Sie sah umwerfend aus und der Gottesdienst war wunderbar. Die Hochzeit des Jahres wird im gesamten Königreich live verfolgt. Im schottischen Edinburgh haben sich Fans der Royals im Biergarten des Pertry Pubs versammelt. Das hat schon Tradition. Schon bei Kates und Williams Hochzeit hatten wir einen Afternoon Tea. Geschichte wird gemacht und Harry und Meghan sind einfach wunderbar. Nicht nur in Großbritannien sind die Menschen gebannt, weltweit feiern Millionen über Bildschirme mit. Auch in Australien versammeln sich viele Zuschauer in den Pubs. Ich liebe solche Anlässe. Ich liebe die Royals, ich liebe es, mich aufzubrezeln und mag Glitzer, Prinzessinnen und glitzernde Feenprinzessinnen. Das ist schon wie ein Märchen. In Kanada steht sogar ein ganzes Theater im Zeichen des Royal Wedding. Am schönsten fand ich, dass sie die ganze Zeit ihre Hände gehalten haben und wie sie sich angeschaut haben. Sie schienen so zufrieden und verliebt. Der ganz große Trubel ist an dem Dörfchen Markle in Schottland zwar vorbeigezogen, eine Hommage an die neue Frau in der königlichen Familie gibt es aber trotzdem.